Philipp Less, herzlichen Glückwunsch zum Sieg 11:8 nach einem sehr hitzigen Spiel, das hin und her ging. In der ersten Halbzeit ging es mit einem Zähler im Rückstand in die Kabine. Wie erklärst du es dir, dass es so lange gedauert hat, bis der TSV irgendwann mal die Führung übernommen hat? Ja, grundsätzlich muss man mal sehen, wer auch gegenübersteht. Ne? Ich denke, ein Team mit sehr vielen Brasilianern, man hat es auch im Spiel gesehen, sehr dynamisch, sehr gut am Ball. Das ist nicht irgendeine Mannschaft, das ist auch eine Mannschaft, die um die deutsche Meisterschaft spielt. Trotz allem glaube ich, dass wir Mentalität gezeigt haben, darauf kommt es an. Natürlich hier der eine oder andere Fehler, auch bei mir vielleicht das erste Tor, wo man halten kann. Aber umso mehr sieht man, dass wir eine Einheit sind und das Spiel dann gedreht haben. Du hast ja einige hinten auch für die Jungs rausgefangen, nicht zuletzt dieser Strafstoß. Pusht schon nochmal, oder? Ja, natürlich, aber für mich persönlich war es ein sehr komisches Spiel. Mit so viel Gegentor kann ich nicht zufrieden sein, auch wenn ich die eine oder andere Aktion hatte. Aber natürlich, wenn man der Mannschaft helfen kann, freut man sich. Aller Voraussicht nach geht es jetzt nochmal nach Hamburg zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Wacker Eagles im Viertelfinale. Man hat jetzt in der Rückrunde gegen alle Mannschaften gewonnen, beziehungsweise gegen Hamburg das Unentschieden geholt. Ein Zeichen auf jeden Fall. Wie siehst du es mit dem Viertelfinale? Worauf dürfen sich die Fans freuen? Ja, ich meine, wir spielen Playoffs hin und Rückspiel, Playoffs sind Playoffs. Da kann alles passieren, deswegen müssen wir 100% fokussiert arbeiten, 100% ins Spiel gehen. Und dann hoffe ich, dass wir dann den Einzug ins Halbfinale schaffen. Jetzt noch eins, die Fans, die hier dabei waren heute, waren eine Mega-Stimmung. Wie hast du das Ganze auf dem Feld wahrgenommen? Ja, mega. Ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden. Ja, ist dann für mich auch schwierig mit Anweisungen, aber das ist Werbung für den Futsalsport. Ich glaube, das Spielniveau war sehr, sehr hoch. Die Stimmung war Wahnsinn. Gänsehaut-Feeling, so macht das Spaß. Und hoffentlich macht es dann auch in Hamburg und im vierten Rückspiel hier in Walmdorf wieder Spaß. Danke, Philipp Less. Vielen Dank. Ciao, ciao. Josip Čačić, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 11:8 ging es aus. Als Kapitän, wie siehst du die Leistung von deiner Mannschaft? Es waren viele Tore auf unserer Seite, aber auch gegen uns. Vielen Dank. War so ein gutes Spiel. Wir haben so ein paar Sachen in der Kabine angesprochen und durch das Spiel haben wir das gehalten. Und wir haben wieder gezeigt, wenn wir hinter zwei Tore kriegen, dass wir können wieder zurückkommen. Das war wichtig, für mich war ganz, ganz wichtig, dass wir haben wieder Charakter gezeigt. Wir kennen unsere Gegner, die sind sehr, sehr stark, in meiner Meinung eine von besten Mannschaft in der Bundesliga. Und Gott sei Dank haben wir auf Ende gewonnen, aber war ein sehr, sehr geiles Spiel mit vielen Toren. Ich glaube, dass Fans konnte einfach ins Spiel genießen. Im Gegenzug zur Hinrunde hat man in der Rückspielrunde dann nur 2 Punkte liegen lassen. Mit welcher Motivation geht man dann in die Playoffs? Wir haben große Motivation. Wir haben wieder gezeigt, jetzt Rückrunde, dass wir nur in Hamburg 2 Punkte verlassen. Dieses Spiel tut mir weh. Bis letzte 20 Sekunden haben wir geführt und dann auf Ende, die haben ein Tor gemacht. Okay. Wir haben uns 360 Grad umdrehen und wir haben uns konzentriert auf die letzten paar Spiele und haben wir wieder gezeigt, dass wir stark sind, dass wir ein Team sind und freut mich so, mit einer Mannschaft in Playoffs gehen und ich glaube an uns und jeder in meiner Mannschaft muss miteinander glauben, was wir trainieren, was wir bis jetzt gemacht haben und wir sind sehr, sehr heiß in Playoffs. Wir können nicht abwarten, dass Playoffs kommen. Und ich glaube, mit so einem Engagement, dass wir können wieder die Titel in Walldorf holen. Jetzt noch eine Frage ganz am Schluss. Da gab es eine kleine Streiterei zwischen dir und Philipp Less. Ein Missverständnis, wie sich dann später herausgestellt hat. Konntet ihr da wieder alles klären? Natürlich, wir haben schon nur ein paar Sekunden gesprochen. Das war ein sehr großes Missverständnis. Tut mir leid, dass so etwas passiert ist. Das war ein bisschen mein Fehler. Ich habe was gesagt, aber nichts zu ihm. Aber trotzdem, wir waren heiß und in so einem Spiel muss man heiß sein. Und wir haben ein Tor gekriegt und
das tut weh, dass wir haben gestritten, aber das war nur ein Missverständnis und wir kommen natürlich klar. Ich kann nicht abwarten, jetzt mit Ples zusammen ein Bier zu trinken. Dann wollen wir da nicht stören und wir hoffen, dass ihr heiß bleibt, auch für die Playoffs. Vielen Dank, Josef Sasic. Danke. Jetzt bei mir der sportliche Leiter des TSV Walmdorf, Mario Peha. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. 11:8 ging es aus. Wie bewertest du das Spiel? Also das Spiel war ein sehr interessantes Spiel. Wir hatten am Anfang, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, in den ersten 5 Minuten das Spiel zu machen, aber wir sind nicht richtig ins Spiel reingekommen. Dadurch sind wir ein bisschen in den Rückstand geraten und haben dann immer wieder versucht, das aufzuholen, was uns ja, muss ich ganz ehrlich sagen, zweimal gut gelungen ist und dementsprechend dann auch das Spiel auch drehen zu können. Ja. Es ging hin und her. Philipp hat jetzt vorher gesagt, mit 8 Toren, Gegentoren ist er nicht zufrieden. Für die Zuschauer war es ein heißes Spiel, auf der Bank auch. Hättest du dir so eine Würze auch aus sportlicher Sicht gewünscht oder hättest du gesagt, da hätte es auch das ein oder andere Gegentor weniger sein können? Ja, ich meine, für die Zuschauer ist es immer ein tolles Spiel. Also solche Spiele, dafür kommen die Zuschauer auch in die Halle. Ich meine, ein bisschen weniger Würze wäre gut gewesen. Das heißt, wenn wir das Spiel hätten von vornherein so gestaltet, wie wir uns vorgenommen haben. Aber so ist es halt im Futsal. Ja, das kann man nicht so ganz vorherbestimmen. Jetzt geht's weiter. Die Wacker Eagles stehen auf dem Programm. Gegen die hat man in Hamburg schon einmal in dieser Saison verloren. Da gab es aber noch eine andere Mannschaft. In der Rückrunde hat der TSV Walmdorf irgendwie nochmal das Feld von hinten, also von Platz 3, nochmal aufgerollt und hat gezeigt, dass sie auch gegen die Vorderen punkten können. Wie siehst du jetzt das Spiel in Hamburg, das nächste Spiel bei den Wacker Eagles? Okay, ich meine, in den Playoffs ist es wieder eine ganz andere Situation. Ich meine, dafür arbeiten wir auch das ganze Jahr oder die ganze Saison, um uns dafür zu qualifizieren, was uns ja relativ frühzeitig gelungen ist. Also ab jetzt ist jedes Spiel ein Finalspiel und da freuen wir uns alle drauf. Und ich freue mich auch auf Wacker. Ich habe kein Problem mit Wacker. Wir freuen uns auch und wir haben auch kein Problem mit Wacker. Und dann sehen wir uns in Hamburg wieder. Dankeschön, Mario Peha. Danke. Jetzt ist bei mir der Teammanager Hassan Lamari. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es ging hin und her. Ein spannendes Spiel für die Zuschauer. Wie viel Spannung hast du erwartet? Wie viel Spannung hast du dir gewünscht? Also zunächst einmal danke. War, glaube ich, ganz große Werbung für unseren Futsalsport von beiden Mannschaften. Ich denke, letzten Endes ein bisschen war das Glück auf unserer Seite, vielleicht auch ein Stück weit verdienter. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war das ein Spiel, wo, denke ich, ganz Deutschland stolz drauf sein kann, dass es so zwei Mannschaften in der Liga hat. Jetzt war es das letzte Spiel vor den Playoffs. Jetzt geht's zu den Wacker Eagles. Es hieß jetzt schon bei den anderen Interviewpartnern, alle sind heiß drauf. Ich denke mal, du bist auch heiß drauf. Hat man Angst vor den Wacker Eagles? Angst ist das falsche Wort. Respekt vor jeder Mannschaft, gegen die wir spielen. Aber Angst ist das falsche Wort. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, dann braucht uns da auch nicht bange sein vor Wacker. Jetzt war hier richtig Stimmung in der Halle. Was möchtest du mal als Teammanager im Namen des ganzen Teams an die Fans loswerden? Es ist echt der Wahnsinn. Wir hatten etliche Spiele ohne Fans, egal ob auswärts oder hier. Seitdem wir ein paar Fans in der Halle haben, war es wieder Gänsehaut. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Sobald der Schiedsrichter anpfeift, die Stimmung, die Leute, das Herzblut von jedem, auch von den Hohensteiner Fans heute, einzigartig. Ist einzigartig. Also jeder, der noch nicht bei einem Futsalspiel war, ihr seid recht herzlich eingeladen. Und das nächste wird dann das Viertelfinal-Rückspiel sein, das man hier in der Spechtwickhalle verfolgen kann. Und da sehen wir dich dann hoffentlich danach auch wieder. Vielen Dank, Hassan Lamari. Danke auch, schönen Abend.